Wo ist das Schwein hin? War da nicht ein Schwein normalerweise? Ich glaube, die Gegner sind weg. Das habe ich schon mal gehabt. Nee, da ist eine Schildkröte. Aber die Schildkröten haben gefehlt, tatsächlich. Ich meine, da wären nämlich noch eine gewesen. Das hatte ich schon mal bei irgendeinem Dunkelheitslevel. Da waren auf einmal alle Gegner weg. Ja, hier ist ein Schwein. Das war eben nicht hier. Und die Schildkröte war nicht hier. Die war auch nicht hier. Die war auch nicht hier. Außerhalb der Beta kein einziges mehr angerührt. Ich bin mal gespannt. Da wollte ich eigentlich tweeten, aber ich habe es irgendwie vergessen. Die PlayStation 3 wird ja ab März oder Mai, ich weiß es nicht mehr, im PlayStation Plus Abonnement gezumpelt nicht mehr unterstützt. Also man kriegt keine PlayStation 3 Spiele und keine PlayStation Vita Spiele mehr, sondern glaube ich nur noch... Ne, PS Vita? Vita glaube ich, ne? Dann gibt es glaube ich nur noch PlayStation 4 Spiele. Da bin ich mal gespannt, was die im letzten Monat raushauen werden. Und was dann später für Spiele für PlayStation 4 kommen, weil das ist ja dann eigentlich nur noch PlayStation 4 bezogen. Und dann könnten die ja bessere Spiele raushauen, weil wenn die anderen sowieso wegfallen. Also ich sage jetzt nicht, dass es scheiße ist oder so, weil jetzt zum Beispiel diesen Monat war Steep. Und Steep habe ich echt, finde ich echt ein super Spiel. Er hat auch echt Bock gemacht. Vor allem war das auch nicht so Larifari, sondern war auch teilweise richtig mal eine Herausforderung dabei. Vor allem, da habe ich auch, glaube ich, ein Video gemacht, wo ich das dann endlich, ich glaube, ich habe 3 Stunden dran gehangen oder so. Da musste man mit so einem Wing Glider, wie heißen die Dinger denn? Wing Glider, keine Ahnung, diesen Anzug da, Wingsuit, so heißen die Teile, musste man durch so Fels... Schluchtenlöcher durchfliegen. Und das war richtig kackenschwer. Und ich war so froh, als ich das geschafft habe. Aber es hat immer. Es hat so Spaß gemacht. War super. Was hat euch bisher 2019 gebracht? Noch nicht viel. Weiß ich nicht. Hab mir ein paar Konzertkarten gekauft. Zum Beispiel für die Stray Cats. Östjankosa. Ist zwar kein Konzert, aber Comedian, Kabarettist, whatever. Wo bin ich denn noch dieses Jahr? Bei Ghost bin ich am 15. Februar. Du hast doch PlayStation Plus, oder nicht? Arsch, doch. Hast du PlayStation Plus? Weil dann kannst du dir das vielleicht noch kostenlos runterladen. Ich weiß nicht, ich habe davon damals die Beta gespielt. Fand das super. Und dann, als das richtige Spiel rauskam, dann haben die noch mehr Zusatz, also noch mehr Inhalte reingepackt. Das war so geil. Ich habe mich so gefreut. Man kann mal mit Schlitten fahren. Man kann jetzt mittlerweile auch mit normalen Ski anfahren, aber da finde ich Steuerung nicht so geil. Also war fein. War's. Und was... was noch geil ist... Du kannst das musiktechnisch ohne Probleme auf YouTube dann veröffentlichen, weil du kannst einstellen, dass du hier so lizenzfreie Lieder abspielen lassen möchtest. Das ist voll gut. Du kannst dann quasi in der, im Filter kannst du auswählen, dass
nur lizenzfreie Musik gespielt werden soll. Sollten die mal in allen Spielen einbauen. Also die auch. Zum Beispiel Tony Hawk. Da sollten sie mal sowas einbauen. Ich weiß nicht, wovon Christoph da spricht. Worauf das. Worauf sich das bezieht. Oder hat er es einfach mal so geschrieben? Ja, ich hab das und das und das. Oh, knapp. Knapp, knapp, knapp. Mein Kopf juckt. Finde ich gerade nicht so geil. Ist okay, ist okay. Alles okay. Jetzt kann ich auch kratzen, das ist schön. Ich habe immer noch Geduld. Bin immer noch gut gelaunt, obwohl wir schon seit 50 Minuten in diesem Dreckslevel hängen. Ich glaube, ich werde dann auch einen kompletten Part machen in diesem Level, falls wir das dann heute noch mal irgendwann schaffen sollen. Und ich habe eben, glaube ich, gesagt, dass ich eigentlich nach einer Stunde das Level wechseln werde, aber da habe ich nicht dran gedacht, dass ich dann schon ziemlich abgefuckt sein werde, habe ich gedacht, aber das geht jetzt noch. Weil ich irgendwie nicht so dufte finde, dass man die gratis PSP. Och, da habe ich jetzt kein Problem mit. Also, dass ich die da nicht mehr spielen kann. Weil ich sehe jetzt keinen Grund, dass ich das Abonnement beenden soll. Es hat sich zwar, glaube ich, letztes Jahr um 10 Euro erhöht oder so. Aber ich habe letztens, glaube ich, beim Aldi gab es da so ein Angebot, da konntest du es quasi zum alten Preis kaufen. War das ein Angebot. Habe ich aber nicht, habe ich mir nicht geholt. Weiß auch nicht warum. Bisschen blöd von mir. Zuschauer, beziehungsweise 11 eigentlich nur, weil ich gucke ja selbst noch mal zu. Nein. Na, knapp. Oh. Dass ich nicht mehr spielen kann. Ja, weil ja, du spielst ja, also, ich weiß gar nicht, ob du online spielst, weil du brauchst ja, glaube ich, PlayStation Plus, um online zu spielen. Also du könntest jetzt nicht irgendwie Battlefield oder sowas zocken online, sondern nur die Offline-Kampagne. Und da ich eigentlich relativ gerne online spiele, kommt natürlich auch ganz aufs Spiel drauf an, finde ich das, also brauche ich das irgendwie. Ich dachte nicht, dass er so weit läuft. Aber alles gut. Alles gut, alles gut. Passt nicht. Doch, geht. Da, ja, ja. Ich hab direkt Gold. Oh, Gott sei Dank müssen wir das nicht mehr machen, ey. Oh. 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 Was mir jetzt ein Herz, ein Stein vom Herzen fällt, ne?
Oh. Oh, ich bin so froh, ey. Endlich. Nee, das will ich nicht. Ich wollte gucken, Bestenliste. Da hätte ich aber noch Zeit gehabt, sagen wir mal so. Also es ist jetzt nicht mega knapp gewesen. Aber... Oh. Ja, Slippery Climb, das ist jetzt erstmal... Mich hat es halt ein bisschen angekotzt, sag ich mal, dass wir schon das letzte Mal so lange in dem Level gehangen haben. Und jetzt nach knapp einer Stunde haben wir es jetzt endlich hingekriegt. Der Typ ist bei Julia so still. Nee, ich glaube, der weiß jetzt auch, dass ich das geschafft habe. Ah, jetzt muss ich erstmal was trinken hier, ey. Es tut so gut, ne? Es tut so gut. Auf nach Slippery Climb. Yay! Ich bin so erleichtert, ne? Das ist der Wahnsinn. Na. Egal. Wir müssen ja erstmal gucken, wie das Level aufgebaut ist. Was gibt es hier für Tricks und Kniffe und sowas. Wie ist das Timing? Erstmal ganz gediegen an die Sache. Im Kopf schon ein bisschen die Zeit im Hintergrund behalten. Aber immer noch ganz gediegen an die Sache. Die Vögel kann man, glaube ich, jedenfalls ist es in dem anderen Level. Oh. In Stormy Ascent. Da kann man die Vögel erreichen, egal auf welcher Höhe die sind. Also auch wenn die ganz oben sind, kann man auf die drauf hüpfen. Das Orgelmusik. Was los ist. Mit der Helge Schneider Musik. Am 24.02. ist übrigens Helge Schneider auch hier in Duisburg mit seinem Programm Ordnung muss sein. Da geht nämlich eine Arbeitskollegin von mir hin. Ich war auch am Überlegen, ob ich hingehe. Jetzt so im Nachhinein wäre ich, glaube ich, doch lieber hingegangen. Also Helge Schneider wollte ich schon mal so ganz gerne mal sehen. Ich bin zwar nicht so riesen Fan von dem, weil der halt manchmal echt total crazy ist. Aber ich glaube, der ist einfach so Kult. Da muss man mal hin. Vor allem, weil der, wenn der hier in Duisburg ist, der wohnt ja auch, glaube ich, hier in Duisburg. Oder hat mal, oder ist hier groß geworden oder so. Weiß ich jetzt nicht. Erklärt vielleicht, warum er so crazy ist. Ah, vielleicht beim nächsten Mal. Oh, das ist aber blöd hier. Die hört aber ganz schön niedrig auf hier. Nee! Oh. Komm runter, du Sau. Nein! War herrlich. Okay. Ja, ich muss auch dazu sagen, ich habe jetzt nicht so viel von dir gesehen. Vielleicht muss man sich da auch so ein bisschen drauf einlassen.